Wenn die Leute vom Glue-Faktor in ihrem Mix reden, dann denken sie zunächst einmal an parallele Kompression, also an die New York Compression Methode. Es gibt aber auch noch eine weitere Methode, wie man den Glue-Faktor, also das Zusammenkleben der einzelnen Spuren zu einem gesamten Klangerlebnis hinbekommen kann, und das geht mit Hall auf dem Masterbus. Hall auf dem Masterbus, wirst du dich fragen, ist das nicht verboten? Ich sage dir, alles was gut klingt, ist erlaubt, und deswegen schauen wir uns das heute auch mal genauer an. Hall auf dem Masterbus, und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Mit freundlicher Unterstützung von Music Store Professional. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2020, das letzte Kläppchen. Heute ist der heilige Abend und ich freue mich, dass ich dir nochmal einen kleinen Tipp an die Hand geben kann. Lade dich aber auch ein zu unserem großen Finale vom Gewinnspiel. Du weißt ja, es gibt ein Gewinnspiel im Rahmen des Adventskalenders. Jeder Kommentar unter den Videos im Rahmen des Adventskalenders nimmt teil am Gewinnspiel, und es gab tolle Gewinne. Es gibt tolle Gewinne. Zum einen ein Überraschungspaket von unseren Freunden aus Köln vom Music Store Professional. Dann gibt es ein kostenloses Mastering zu gewinnen. Kostenlos deswegen, weil du es gewinnen kannst. Du kannst natürlich auch so ein Mastering bestellen bei unserem Freund Björn Schlüter vom Storia Mastering Studio. Ich lege noch eine Premium-Mitgliedschaft drauf, eine Jahres-Premium-Mitgliedschaft im Wert von fast 80 Euro. Also 180 Euro lege ich nochmal oben drauf. Und unsere beiden Top-Preise sind zum einen der HD25 von Sennheiser, habe ich schon ein Video zu gemacht. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir das hier oben mal einblenden. Und natürlich unser Hauptpreis, das MK8 Großmembranmikrofon von Sennheiser. Haben wir auch ein schönes Video zu gemacht, kann ich dir hier oben auch nochmal einblenden. Es lohnt sich also auf jeden Fall mitzumachen beim Gewinnspiel. Und das Finale ist dann am 30. Dezember um 20.30 Uhr in einem großen Livestream. Lassen wir das Jahr nochmal ausklingen, nochmal Revue passieren ein kleines bisschen. Ich beantworte Fragen, alles was du wissen willst, also alles was ich beantworten kann. Zumindest werde ich dann da auch beantworten und würde mich freuen, wenn wir zusammen das Jahr nochmal ausklingen lassen und dann das Gewinnspiel eben auflösen mit diesen tollen Gewinnen. Heute aber ein kleiner Tipp, der aus dem Reich des Verbotenen zu kommen scheint. Reverb, also Hall auf dem Masterbus. Aber so verboten ist es gar nicht, denn es wird durchaus auch im Mastering eingesetzt. Das heißt, wenn man einen Track ein bisschen verdichten möchte, wenn man einen Mix schon hat, der schon fertig ist, ein bisschen verdichten möchte oder vielleicht ein bisschen Tiefe dazugeben möchte, dann ist durchaus Hall das Mittel der Wahl. Aber mit Vorsicht zu genießen und in homöopathischen Dosen, so viel ist ja mal völlig klar, denn man möchte ja nicht einen völlig trockenen Mix plötzlich irgendwo in eine Bahnhofsvorhalle stellen. Deswegen zum Vorgehen, ich habe hier mal noch meinen Mix vorbereitet, den wir mal kurz anhören können. We had the highs and the lows. Und hier geht es jetzt darum, dass wir quasi mit diesem Glue-Faktor vom Hall noch ein kleines bisschen mehr dafür sorgen sollen oder wollen, dass alle Instrumente im selben Raum stehen und auch sich gegenseitig ein kleines bisschen beeinflussen und dadurch halt miteinander verschmelzen. Glue ist ja Englisch und heißt Kleber, das ist aber wegen meiner soll es nicht verkleben heißen, sondern eher verschmelzen. Vielleicht gibt es da nochmal ein anderes Wort für. Aber der Glue-Faktor ist schon sehr, sehr gängig. Ne? Also, wie gehen wir vor? Wir laden zunächst einmal in den Masterbus ein Hall-Plugin, und ich nehme hier zu diesem Zweck einfach mal das Valhalla, wo ist es da? Valhalla Vintage Verb. Und da nehmen wir ja natürlich jetzt nicht einen 4-Sekunden Reverb, das ist viel zu viel, sondern wir gucken mal, dass wir eine etwas kleinere Platte erwischen. Ich suche mal hier was aus den Presets raus, gehen wir mal auf die Platten und nehmen mal, komm, wir nehmen mal die Vox Plate hier, die hat 1,19 Sekunden, schon ein bisschen lang. Wir machen sie mal auf eine Sekunde ungefähr so grob drauf und hören mal, wir haben jetzt hier zu 100% Mixfaktor eingestellt, wir hören mal, was das mit unserem Mix genau macht. Also man hört schon den Raumanteil, aber es hat viel zu viel Bässe für meinen Geschmack und vor allem viel zu viel Höhen. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass Aufmerksamkeit auf diesen Raum gelenkt wird, sondern nur, dass der das Ganze ein bisschen verdichtet. Dementsprechend kann ich jetzt hier, das ist das Tolle beim Valhalla, kann jetzt hier einfach den Low Cut einsetzen und setze den mal so ungefähr bei 250 Hertz ungefähr ab an, und dann nehmen wir noch den High Cut und schneiden obenrum alles weg, was da nicht hingehört. Wir gehen mal runter auf, sagen wir mal so 3 Kilohertz. Musst du mal gucken, wie das bei deinem Mix besser funktioniert oder am besten passt. Auf jeden Fall soll übrig bleiben das, was wir jetzt hören. Ah, ein bisschen zu spitz. Ungefähr so.
Und das schieben wir jetzt, wie gesagt, in homöopathischen Dosen hinzu. Also wirklich ganz vorsichtig, so dass es gerade an der Hörschwelle ist. Und ich habe ja neulich schon mal ein Video zum Rauschen in einem Beat gemacht. Die besten Effekte sind die, die du erst wahrnimmst, wenn man sie rausnimmt. Mit anderen Worten, wir drehen mal den Mixfaktor jetzt hier runter auf 0 und schieben das mal zu unserem Mix dazu, so dass ich das Gefühl habe, dass ich das höre. Ich werde es ein bisschen lauter reindrehen, damit du hörst, wo die Kante ist, wo es zu viel ist. Und dann drehen wir es noch ein kleines bisschen runter, damit du, falls du nicht so geübte Ohren hast, das auch nachvollziehen kannst. Ich mache auch an und aus, damit du AB hören kannst, und am besten hast du natürlich einen Kopfhörer auf. Am Handy wird das schwer zu hören sein. Also legen wir mal los. We had the highs and the lows. The yeses and the no's. Wo ist es zu viel? We went through thick and thin. I know it in the end we'll win. Always fresh as a. Und am besten hört man es jetzt im AB-Vergleich, ob man zu weit gegangen ist oder nicht. Also machen wir mal an und aus. We had the highs and the lows. Highs and the lows. The yeses and the no's. Yeses and the no's. We went through thick and thin. I know it in the end we'll win. Always fresh as. Ich schließe beim Hören dann gerne die Augen, weil ich mich dann besser drauf konzentrieren kann und nicht durch meine Augen abgelenkt bin. Aber falls es dir aufgefallen ist, die Instrumente scheinen ein kleines bisschen tatsächlich mehr mit sich miteinander zu verschmelzen. Sie stehen nicht so einzeln im Raum, sondern insgesamt scheint die Band mehr zusammenzukommen. Wir hören es nochmal, AB-Vergleich, ich gebe dir nochmal eine Chance, nochmal reinzuhören und mal gucken, ob es dir dann gleich auch auffällt. Also wir fangen an mit aus, dann sollten die Instrumente für sich genommen schon alle gut positioniert sein, aber eben relativ einsam stehen im Verhältnis zu dem, was dann passiert, wenn ich es anmache. Los geht's. We had the highs and the lows. Highs and the lows. The yeses and the no's. Yeses and the no's. We went through thick and thin. I know it in the end we'll win. Always fresh as a day. Kind of crazy. Beruhigend, als ich die Augen aufgemacht habe, dass es an war und ich auch damit gerechnet habe, dass es an war, weil nichts wäre schlimmer als ein Placebo-Effekt. Und ich hoffe, dass du es auch hören konntest. Du kannst es ja mal in deinem Mix ausprobieren, und es macht auch nichts, wenn du an die Grenze oder darüber hinaus gehst, wenn du es dann wahrnimmst. Wenn du es wahrnimmst, dann dreh es einfach so 2-3% zurück und dann solltest du es genau richtig getroffen haben. Ich hoffe, dieser Trick gefällt dir, hilft dir weiter, den Glue-Faktor für deinen Mix noch ein kleines bisschen zu verbessern. Und ich bedanke mich bei dir für die Treue jetzt über das ganze Jahr, über den Adventskalender, und hoffe, dass wir uns zum Jahresabschluss am 30. Dezember um 20.30 Uhr noch einmal live hier im Recording-Blog wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir fantastische Weihnachten, lass es dir gut gehen, bleib gesund und munter und bis dann. Yassou!